Was geht ab, meine lieben Freunde? Und ich würde mal sagen, wir fangen jetzt mal mit dem Video an. Diese Map habe ich bei mir im Archiv gefunden, also in meinem Weltenordner. Habe ich vor, was weiß ich, wie vielen Jahren erstellt. Ich glaube, es ist ein Jahr jetzt oder so her. Safety Base, also ich weiß nicht, ob ihr diese Projekte kennt, und man hat eine Basis und sie ist halt nicht, dass man nicht rein kann. Das ist eine kleine Grundfunktion. Erstes Obergeschoss ist noch nicht gebaut und Ausgang. Aber man kann trotzdem bis zum ersten Obergeschoss hoch. So, dann haben wir jetzt hier den Käfig. Und wenn ich jetzt einmal hier eine kleine Test-Wave starte, dann können wir schon, kommen wir jetzt hier an, die wollen hier rüber. Ich muss mal ganz kurz was machen. Musik und Geräusche machen. Also, ist immer noch zu laut. Musik und Geräusche. Nochmal ein kleines bisschen leiser. So, jetzt passt mal wieder. So, ich panche die so auf vorne. Man sieht hier, das ist bis jetzt noch kein gescheiter Schritt. Sie kriegen trotzdem Damage. So, dann fangen wir mal mit dem nächsten an. Die Sachen, ja, sind hauptsächlich für Mobs gemacht. Und jetzt spätestens ab dem zweiten wird es für Mobs, aber nicht für Spieler unüberwindbar. So, denn wir haben einen Lava-Gruben. Und natürlich, die Mobs haben da halt gar keine Chance. Kleiner Tipp hier. Man ist so, ja geil, jetzt habe ich hier einen Standard-Eingang, der offen ist. Vielleicht werdet ihr es sehen. Nö, das geht nicht so. Also die Monster, die machen jetzt hier so rein gar nichts. Die würden hier normalerweise nicht reinkommen. Es sei denn, ihr würdet jetzt hier mal Blöcke hinplacen lassen. Dann könnte ich hier auch vielleicht mal eine Brücke für euch ermöglichen. So, dann schlage ich hier von hinten, wie es ein normaler Spieler machen würde. Hier würde ich auch hier das Ding aufmachen. Zack, zack. Dann mache ich jetzt mal etwas auf. Und ja, der Gegner wäre quasi in der Basis drin. Also auch noch nicht wirklich sicher. Nicht spawnen, sondern killen. Entweder mit dem Knopf oder mit dem Schalter. Die Brücke lasse ich einfach mal da, weil die ja noch jeder normale Spieler einfach bauen würde. Dann die nächste Stufe wird etwas lauter und zwar TNT. Das ist schon bumst richtig. So, und diese Husks. Also ein bisschen so, wie es kommt von mir. An, ja komm, mach doch ein bisschen schneller, schneller, schneller. Und die Map ist eine Version 1.12. Wenn ihr wollt, kann ich die auch gerne für mich als Download bereitstellen. Schreibt es mal in die Kommentare. Ja, als normaler Gegner würde ich schon wieder so machen. Zack, 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 zack. Und der Gegner ist schon wieder in der Basis. Schlecht. Also, quasi jetzt so, wie ich das jetzt quasi immer eigentlich helfe, so würde es ein Spieler machen. Und ich glaube, es fehlt auch nur noch zwei Sachen. Und zwar einmal ein Schalker. Und da ist mir vorhin auch schon mal aufgefallen. Die hat einmal der Schalker, der hier war. Der hat sich nach hinten tippet. Und da ist der Schalker. Da fehlt das. Dieser Schalkerring. So, dann starten wir dann schon mal schön die Wave. Und ihr könnt jetzt auch mal ein bisschen entfallen. Hopp, hopp, hopp. Schön. Ihr müsst doch nicht angreifen. Spieler, die werden natürlich hier getroffen und fliegen dann hoch und aber wir können es natürlich so safe. Also auch nicht hundertprozentig safe. Dann zack. Und der Gegner ist schon wieder drin. Schlecht. Also die Map habe ich wirklich, da hatte ich Mann, also war das für mich ein riesiges Achievement. Und wenn ich wirklich das geschafft habe, dann Mäuler. Was war das nochmal? Achso, das waren die Dinger hier, das waren diese, ja, ich weiß nicht, gerade nicht ein, wie man es nennt. Die Spielereien da unten, das waren irgendwie Spielereien, muss ich auch mal gleich ausprobieren. So, die laufen so durch, kriegen Schaden, ja. Normaler Gegner würde es auch hier sich hier drüber eine Brücke bauen, also helfe ich denen auch mal gerade. Brücke einfach rüber, zack, 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 und die sind drüben. Kriegen hier durch das TNT schon mal auch schon mal schön viel Damage, also... Es sterben schon ein paar, und aber jetzt unbesiegbar ist die Festung jetzt nicht. Und das sind ein paar dran. Was würde der Gegner jetzt hier machen? Der würde machen zack, zack, zack. Und die Monster wären drin, wenn sich das Ding jetzt nicht hier zack. Und jawohl. Und ja. Kann er keinen Screenshot machen? Auch wenn man das hier so. Und dann wieder alle killen. So, dann eine Sache muss ich noch machen. Ein paar Zombies spawnen. F1. So.
Dann gehe ich dann hier so irgendwie so hin. Und bis wenn die jetzt ein bisschen weiter nach vorne kommen, dann mache ich da einen schönen Screenshot. Das war genau dann, wenn das TNT explodiert. Zack, ich glaube, da haben wir jetzt den passenden Thumbnail, also Screenshot gemacht. Und ja, es ist nicht besonders sicher. Ich kann jetzt einfach mal ganz kurz zur Vollständigkeitshalber ganz kurz das nächste Stockwerk, das erste Obergeschoss. Da sollte noch irgendwie eine Sniper-Station oder so hin, habe ich mir da gedacht, zeigen. Und dann haben wir hier unten noch ein paar kleine Spielereien. Das waren so Sachen wie... Ah, witzig, Parrots werden gespawnt. Dann das war, glaube ich, hahaha, witzig, diese Vexes werden gespawnt, diese Plagegeister. Dann hier hinten war, soweit ich weiß, ja, kriegen alle Wither-Effekt, das heißt, alles stirbt. Dann das war okay, das heißt, wenn ich jetzt hier irgendwas hätte, kommen jetzt diese Schalker-Balle zurück. Minecart, also es regnet jetzt gleich noch Minecarts vom Himmel herab, die wir jetzt gleich sehen werden. Und sam-bam-bam-bam-bam-bam-bam. Ja. Das waren damals so Spielereien, wo ich krass fand, dass ich das konnte, aber gut, Killer-E-Typ ist gleich Player. Ganz viele Schalker spawnen, ja, das ist auch nicht gut, spektakuläres. Hunderte von Endermen spawnen und killen, so. Und jetzt einfach mal, um es ganz kurz zu zeigen, wie einfach das ist, eigentlich da einzubrechen, werde ich einfach mal jetzt keinen Run kurz machen. Ein Stack Sandstein und eine... Ich muss mir einfach mal mit einer Holzspitzhacke. So. Game Mode Survival. Und für alle Deppen, die laufen da jetzt durch, kriegen Schaden und ja. Dann jeder, der was weiß eigentlich, der macht dann hier so eine kleine Brücke drüber. Dann jetzt hier Block hin. Zack, zack, das ist jetzt natürlich Fast Bridging Skills. Das dauert auch schon ewig. Also ich weiß nicht, ob man mit der Holzspitzhacke, ob ich das dann vom Timing her... Ja, könnte knapp werden. Also ich weiß nicht, ob ich reinkomme. Also ich brauche mindestens eine... Gift, Iron und wahrscheinlich Pickaxe, also braucht mindestens eine Eisenspitzhacke, damit geht es ganz gut, relativ flott. Das war jetzt gerade Pech halt von wegen dem Timing und ich bin in der Base. Dann natürlich gibt es auch noch andere Wege, ich habe das jetzt vorhin mal ausprobiert schon. Einfach mal in Lava springen, wenn ich jetzt, ja, also ich kann hier richtig viel abkürzen, zack, 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 zack. Und da funktioniert die Abkürzung auch schon. Einfach einmal von so einem Schalker treffen lassen, unter sich über und unter sich Blöcke placen. Ich kann schon mal anfangen, hier abzubauen. Zack und zack. Dann kommen jetzt hier mal ein paar Blöcke hin, damit ich möglichst wenig Fallschaden. Wenn ich jetzt ein Angreifer wäre und da unten noch ein paar Eisengolems rumlaufen würden, dann ja, ist natürlich wenig Schaden sehr sinnvoll. Und bin unten so perfekt. Und ich bin in der Base drinne und könnte jetzt einfach so machen. Zack und bam, 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 bam. Und alle, die jetzt hier drinnen sind, ja, hätten mich jetzt wären jetzt tot, wenn ich jetzt wirklich ein Einbrecher wäre. So. TNT-Loch. Ja. Das war's mit diesem kleinen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like, gerne auch ein Abo da. Und ich möchte noch ganz kurz was dazu sagen, warum jetzt die letzte Zeit nichts mehr kam. Und zwar lag das daran, dass ich... Ja... Ich habe halt versucht, mir eine eigene Website zu erstellen. Hat jetzt nicht ganz so gut funktioniert. Da habe ich halt relativ viel Zeit dadurch verloren. Aber ja, die Website kommt bestimmt noch. Und die wird auch gut. Also die, ich hätte zwar eine, aber die gefällt mir nicht. Habe ich auch noch keine gescheite Domain dafür. Ja, also das ist der Grund, warum jetzt in letzter Zeit kein Video kam. Jetzt will ich ja ein bisschen wieder häufiger Videos machen. Und ich hoffe, ihr habt alle einen traumhaften Tag und genießt das neue Outro, das jetzt gleich kommt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und ciao.